Hey Leute, was geht? Paddel am Start. Vom Training zurück. Wie ihr gesehen habt, hier habe ich halt meine BCAAs und Vitamin drin. Gab einen Gainer jetzt so nach dem Training. Es muss aktuell einfach sein, weil ich sonst zu starkes Kaloriendefizit reinkriege und dann stehe ich nachher in einem Monat schon wieder da und von der Fettverbrennung geht nachher nichts voran, so ungefähr. Ich habe die 1000 Follower auch erreicht auf Instagram. Auch eine geile Sache. Demnächst halt schon geplant, vielleicht so eine Art Let's Play, ein paar Gameplays vielleicht. Hab mir ja einen neuen Prozessor mal zugelegt, der ein bisschen schneller ist. Jetzt funktioniert das mit der Aufnahme. Ich muss da noch ein bisschen Feinschliff. Lexa, hier bleiben! Aufnahme muss jetzt noch ein bisschen Feinschliff betreiben. Und dann denke ich, kann es auch langsam nach und nach losgehen. Nebenher, ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Gucken. Wegen Musik und so. Ne? Zum Unterlegen, zwecks Zusammenschnitte, weiß der Geier was. Ein bisschen Hintergrundmusik und hast nicht gesehen. Da bin ich jetzt auf die Seite gestummt, die nennt sich Epidemic Sound. Du hast eine monatliche Gebühr, kannst aber auch alles frei nutzen, ne? Alles lizenzfrei, ohne Sorge. Beziehungsweise die Lizenzen zahlst du auch ja monatlich. Darfst du ja auch frei verändern, alles. Ich wollte dann halt solche Geschichten jetzt gleich nachgucken, ein bisschen noch lesen. Das war heute auch noch angesagt, bevor dann auch bis das Video reinkommt, kann ich sagen, knapp einen Monat, aber ein bisschen mehr wie einen Monat, mein Ding ist anfängt hier, meine Meisterschule über Abendschule, bin ja mal gespannt, wie das läuft. Tja, ich glaube, wenn das Video kommt, kann ich auch noch mal nachgucken. Ich glaube, das WLAN hier so gut. 6. Boah, ja, das ist fast schon wieder 3 Wochen gedauert, bis wieder ein Video kam. Ja, die Zahl will ich eigentlich auf jeden Fall erhöhen. Das nervt mich richtig ab, aber heute Tag frei im Training gewesen. Wie gesagt, Musik gucken, ein bisschen lesen. Bisschen die Sonne noch genießen. Hoffen, dass ich es heute noch schaffe, damit zumindest anzufangen zu schneiden. So Leute, wir haben schon den nächsten Tag, gerade wieder mein Training beendet. Jetzt muss ich gleich erstmal duschen, meine BCAAs nehmen und. Irgendwann werde ich es auch noch schaffen, vielleicht mein Training abzufilmen. Da ist auf jeden Fall schon wieder was gedacht, zusammen mit meinem Bruder. In diesem Clip probiere ich gerade was aus, was die Color Correction, Color Grading ein bisschen erleichtern soll. Da habe ich mich mal ein bisschen geguckt, dass, wenn man die Sättigung zum Beispiel, also das, wie nennt man es jetzt gleich, noch ein bisschen flacher aufnimmt, das heißt mit möglichst vielen Grautönen, die Farben so ein bisschen runter, damit man ein bisschen mehr Spiel hat. Das ist jetzt nur in diesem Clip, wo ich das ausprobiere. Mal schauen. Training war geil. Dann zu dem Buch, weil ich ja was am Lesen bin. Ein Buch kann ich empfehlen. Das ist jetzt nicht das, ist aber derselbe Autor, wenn man so will. Er ist derselbe Autor. Ist derselbe Autor, und zwar von Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Bis dann.